Herzlich willkommen zu einem neuen Lösungsvideo für meine Seite freshcuber.de. Ich will in diesem Video einmal zeigen, wie man den Walzenwürfel löst, auch Octagonal Prism genannt oder Barrel Cube. Wie ihr seht, habe ich hiervon zwei verschiedene Exemplare. Der eine hat 6 Farben und der andere hat 10 Farben. Und wir werden in diesem Video beide sozusagen Schritt für Schritt lösen, parallel und auf die Unterschiede eingehen. Und auch vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, auf die Unterschiede zu dem ganz normalen Zauberwürfel. In diesem Video wird vorausgesetzt, dass ihr den hier schon lösen könnt. Und es geht also im Wesentlichen um die Unterschiede vom normalen Zauberwürfel zu diesem Barrel Cube. Wenn man so drauf schaut, sieht man schon, es ist im Prinzip nichts anderes. Es ist ein 3x3, wo man dann halt hier diese Reihen jeweils so abgeschrägt hat. Ja, fangen wir an. Ich würde sagen, als erstes mal mischen. Und wenn man jetzt beginnt, den Cube zu mischen, dann sieht man auch schon, sobald man loslegt, verliert er seine Barrel-Form, hier seine Walzenform. Und man kann ihn jetzt auch besser als 3x3 erkennen, auch wenn man von oben drauf schaut, dann sieht man umso mehr, dass es eigentlich immer ein Würfel ist. Ja, Würfel, die ihre Form verändern, wenn man sie mischt, nennt man Shape-Shifting. Und da gibt es eine ganze Menge Variationen des 3x3-Würfels, die verschiedenes Shape-Shifting machen. Das hier ist einer der einfacheren und daher auch für Anfänger beim 3x3-Zauberwürfel gut geeignet. Mischen wir den hier auch. Wie ihr seht, solange man solche Doppeldrehungen macht, bleibt das Ganze noch in Walzenform. Aber sobald man anfängt, 90 Grad Drehungen zu machen, dann ist es vorbei mit der Walzenform. Ja, das mag genügen. Und wie ihr das vom normalen Zauberwürfel kennt, beginnt man zuerst mit dem sogenannten weißen Kreuz. Und das heißt, wir bringen die Kanten, die weiß haben, hier in diese Position. Na. So, jetzt haben wir das sogenannte weiße Kreuz, was auch hier an den Rändern stimmt. Das sollte aus der Anfängermethode von meinem Blog bekannt sein. Wenn nicht, dann schaut ihr hier auf Zauberwürfellösungen im Blog. Und dann findet ihr hier die verschiedenen Varianten des Rubik's Cube und als erstes hier die Anfängerlösung. In dieser Rubrik wird dann eben später auch hier der Walzenwürfel zu finden sein. Da seht ihr auch schon einige andere. Das ist zum Beispiel auch einer, der Shape-Shifting macht, der Fischer Cube. Und in dieser Rubrik findet ihr auch später dieses Video für den Walzenwürfel wieder. Ja, jetzt haben wir das weiße Kreuz gemacht. Dann können wir am besten das an diesem Würfel auch mal eben machen. Bis dahin ist ja noch nichts Besonderes. Das ist noch genau gleich wie beim normalen 3x3-Würfel, denn wir haben ja alle Center und auch alle weißen Kanten sozusagen sehen ja identisch aus zum normalen Zauberwürfel. Also das sollte noch kein Problem sein. Jetzt wird es eben ein bisschen spannender. Jetzt kommen nämlich die weißen Ecken. Hier ist schon eine, die hat sich schon entschlossen, hier reinzugehen, dann lassen wir die auch hier drin. Ob die jetzt ursprünglich zwischen Rot und Grün stand, diese silberfarbene Ecke, das ist eigentlich egal und nicht mehr wirklich festzustellen. Ich baue diese Ecken eigentlich so ein, dass sie mehr oder weniger zufällig da landen, wo sie eben eingebaut werden können. Was ich ein bisschen hässlich finde, ist, wenn das Orange und das Pink direkt nebeneinander stehen. Deswegen tue ich das mal auf die gegenüberliegende Seite quasi. Hier ist noch eine. So, das ist ein Farbschema, damit können wir, glaube ich, leben. Und bei dem sechsfarbigen, also der auf dem äußeren Ring sozusagen nur 4 Farben hat, da gibt es natürlich jetzt zwei Möglichkeiten anzufangen. Ich habe hier zum Beispiel diese blaue Ecke, die blau-weiße, die könnte ich jetzt links oder rechts davon reintun. Ich habe mir das vorher nicht wirklich gemerkt, auf welche Seite das gehört. Und es kann auch sein, dass euer Würfel schon verdreht ist und ihr wisst gar nicht, ob das im Ursprung links oder rechts war. Und deswegen, wir bauen es jetzt einfach mal rechts ein und gucken nachher, was passiert. Also machen wir jetzt, wenn wir den blauen Eckstein rechts von der Kante haben, auch den roten rechts von seiner Kante. Und dann den grünen. Naja, dann machen wir besser erst den orangen, dann kommt der grüne nämlich raus. Und jetzt haben wir auch hier die erste Ebene, so wie wir beginnen möchten. Ja, jetzt kommt die zweite Ebene und das kennt ihr ja aus meiner Anfängermethode hoffentlich. Ihr könnt natürlich auch
eure eigene verwenden, das ist völlig unerheblich. Gleich kommen wir auf jeden Fall an einen bestimmten Punkt, wo es dann gewisse Unterschiede zu dem normalen 3x3 gibt. So, jetzt haben wir hier diese orange Kante, die möchte ich hier über Orange einbauen. Also so und umgreifen, so. Die blaue ebenso. Dann haben wir, ach ja, die rote und die grüne sind vertauscht. Das heißt, ich muss irgendeine gelbe Kante erstmal einbauen. Na. Und jetzt kann ich die rote hier einbauen. Und die letzte noch hier hin. So, jetzt haben wir zwei Ebenen fertig. Und bevor wir uns jetzt das näher auf der Oberseite anschauen, gehen wir erstmal an den hier und machen hier auch zwei Ebenen fertig. Selbe System. Der grüne muss nach da, also rechts öffnen, umgreifen und links wieder einbauen. Dann haben wir hier zum Beispiel die schwarze, die soll da rein, dasselbe. Dann haben wir als nächstes, jetzt haben wir gar keine mehr oben, ach, hier sind wieder zwei zum Tauschen. Das heißt, erst nochmal eine gelbe einbauen. Ich erkläre das jetzt nicht näher, weil ich das einfach voraussetze, dass ihr in der Lage seid, den Normalwürfel zu lösen. Und solange das jetzt nichts anderes ist bei diesem, gibt es jetzt nicht allzu viele Erklärungen. So, jetzt haben wir bei beiden Würfeln zwei Ebenen fertig. Und interessanterweise entsteht bei beiden ein gewisses Problem, was wir vom 3x3 eigentlich nicht kennen. Normalerweise, wenn man den 3x3 löst, hat man ja dann, also wenn man zwei Ebenen gelöst hat, hat man hier oben entweder zwei gelbe oder vier oder null, also immer eine gerade Zahl sozusagen, aber niemals, wie man es hier sieht, dass es nur drei gelbe sind. In diesem Fall kann man schon sehen, entweder ist der Würfel falsch zusammengesetzt worden oder es ist auf der unteren Ebene noch was falsch. Und hier sehen wir, hier ist auch eine gewendet. Wenn ich die jetzt korrigiere, alle anderen sind okay, wenn ich die jetzt korrigiere, habe ich auch hier oben wieder eine gerade Zahl. Und das gleiche passiert bei dem. Normalerweise hat man nie immer nur einen oben oder drei. Und hier kann das eben passieren, weil man diesen Steinen auf der mittleren Ebene ja nicht ansieht, wenn die falsch rumstehen. Ne? Ich zeige es nochmal hier mit. Wenn ich den jetzt ausbaue und richtig rum reinsetze, habe ich auch hier oben wieder eine gerade Zahl. Also ich nehme den raus, stelle den um 90 Grad versetzt und tue ihn wieder rein. Jetzt habe ich zwei Ebenen gelöst und hier oben wieder eine gerade Zahl, in dem Fall also zwei gelbe. Und das gleiche müssen wir jetzt hier machen, obwohl man hier eben nicht sieht, wenn ich den wende. Ich kann irgendeinen von diesen vier Kantensteinen ausbauen, 90 Grad nach links stellen und wieder einbauen. Dadurch hat er sich gewendet, auch wenn man es nicht sieht. Und jetzt haben wir hier oben wieder die Voraussetzung, dass wir gleich das gelbe Kreuz machen können, wie wir es vom 3x3 kennen. Hier bei dem dasselbe, hier sind es eben drei, also auch eine ungerade Zahl, muss ich also wieder irgendeine ausbauen, ist egal welche. Na, irgendwas hakt da gerade. So, 90 Grad drehen die Oberseite und da wieder einbauen. Jetzt hat die sich gewendet und siehe da, jetzt haben wir hier oben wieder eine gerade Zahl. Jetzt kommt noch F. UR, U-Strich, R-Strich, F-Strich. Jetzt haben wir das gelbe Kreuz fertig. Ich mache jetzt mal Anfängermethode weiter. Das heißt, schauen, ob schon irgendwo, ja, zwei Stück passen schon. Das heißt, die beiden muss ich noch tauschen mit Sune. So, jetzt ist das gelbe Kreuz auch positioniert. Und jetzt kommt der Punkt, wo man jetzt eben alles obendrauf gelb macht bei der Anfängermethode mit runter, raus, rauf, rein, runter, raus, rauf, rein. Nächste Ecke, runter, raus, rauf, rein, runter, raus, rauf, rein. Nächste Ecke. Die steht genau andersrum. Das heißt, da mache ich raus, runter, rein, rauf, raus, runter, rein, rauf. Und die letzte Ecke steht auch wieder so rum. Raus, runter, rein, rauf. Wenn ich jetzt ausrichte, stimmen die Kanten immer noch und ich habe alles gelb und jetzt sehe ich, ich muss in dem Fall noch drei Ecken auf der gelben Seite tauschen. So, diese muss noch da, die muss noch da und die muss noch hier. Das wäre also ein klassischer A-Perm-B, glaube ich. Wir machen es aber nach der Anfängermethode. Das heißt, wir nehmen diese silberne Ecke raus, tun sie an ihren Platz, nehmen die nächste raus.
und tun die auch an ihren Platz. Und schon ist der Cube gelöst. Es kann sein, dass am Ende noch ein anderer Fall übrig bleibt. Ich hoffe, das passiert uns jetzt bei diesem hier. Es geht also nicht immer so glatt auf wie jetzt gerade. Jetzt gucken wir mal, ob das hier passiert. Ansonsten muss ich es bei einem oder bei beiden nochmal reindrehen. So, hier jetzt nochmal erstmal das gelbe Kreuz machen. FRUR-U-F' ausrichten. Ja, passt schon überall. Jetzt wieder alles gelb machen obendrauf. Runter, raus, rauf, rein. Raus, runter, rein, rauf. Raus, runter, rein, rauf. Runter, raus, rauf, rein. Runter, raus, rauf, rein. Raus, runter, rein, rauf. Raus, runter, rein, rauf. Und die Kanten wieder ausrichten. Und jetzt stellen wir fest, hier sieht es irgendwie schon komisch aus. Also, die Kanten stehen ja richtig. Es müssen 4 Stück getauscht werden, aber nicht paarweise. Wie soll man das jetzt erklären? Der muss gegenüber. Also, ich kann ja mal versuchen. Der hier muss ja eins weiter rechts hin. Mal sehen, was passiert. So, der muss jetzt links von blau rein. Jetzt haben wir oben drauf wieder alles geschlossen. Aber dennoch sehen wir, also die sind in einer Lage, da gibt es auch keinen Perm dafür, der das so komisch tauscht. Normalerweise sind ja 4 Stück so paarweise vertauscht oder eben, dass einer schon richtig steht und 3 sind vertauscht. Hier kriegen wir irgendwie keine Lösung rein. Es geht nicht auf. Und jetzt ist die Frage, woran kann das liegen? Das Gleiche kann einem hierbei auch passieren, dass es oben am Ende nicht aufgeht. Und das kann eigentlich nur damit zu tun haben, beim normalen Würfel ist ja immer festgelegt, welcher Slot welche Farben bekommt. Bei dem hier hat man aber die freie Wahl. Ich kann ja schwarz genauso gut da hinten oder sonst wohin tun. Das ist also nicht festgelegt. Und da gibt es also jetzt eine 50% Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende nicht aufgeht. Bei diesem hier eben auch. Ich habe jetzt immer diese gleichfarbige rote Ecke zum Beispiel rechts von der roten Kante gestellt. Aber offenbar geht der Würfel dann am Ende nicht auf. Also ist die Überlegung, ich stelle das hier was links davon und dann geht er auf. Das heißt, ich baue die mal eben aus. Baue die hier ein. Baue die blaue hier ein. Die orange hier. Die grüne hier. Jetzt habe ich das Ganze unten vertauscht. Also vorher war grün rechts von, also diese grüne Ecke rechts von dem grünen Centerplatz hier. Und jetzt ist es jeweils nach links. Und jetzt, oh Wunder, oben nochmal alles. Jetzt müssen wir die oberste Ebene natürlich nochmal neu machen. Das heißt, die beiden nochmal tauschen mit Sune. So, und jetzt können wir wieder alles gelb machen obendrauf. Und jetzt haben wir schon eine Ecke, die richtig stehen und 3, die noch getauscht werden müssen. Das ist jetzt also wieder eine lösbare Situation auf dem Würfel. Also man kann sich jetzt, wenn man den hat, merken, diese Dinger gehören jeweils links davon. Oder man merkt es sich eben absichtlich nicht, damit man mit dieser extra Schwierigkeit umgehen muss. Ja, jetzt also nur noch quasi ein A-Perm. Ich mache es wieder mit der Anfängermethode rausstellen. Da muss er rein. Das heißt, der muss hier raus und da wieder rein. Ja, und damit ist der Würfel gelöst. Der hier, der war ja schon gelöst, aber ich würde sagen, diesen Fall, den kann man ja auch nochmal eben kurz zeigen. Wenn das eben nicht aufgeht am Ende, dann muss man 2 solche Slots tauschen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier meinetwegen den pinkfarbenen und den silbernen tauschen. Das ist völlig egal. Ich baue einen Slot aus. Tu den da wieder rein und jetzt den pinkfarbenen hier rein. Und jetzt müssten wir den Fall haben, wo man oben feststellt, dass es nicht aufgeht. So, die beiden nochmal tauschen mit Sune. So, jetzt stimmt das Kreuz. Und
Wir können das jetzt ausrichten, wir können aber auch einfach schon mal gucken und stellen fest, der schwarze und der pinke sind richtig und die beiden müssten getauscht werden. Und das gibt es nicht. Also es gibt keinen Pern, der nur zwei Ecken tauscht und sonst eben nichts. Also sehen wir, ist der Würfel jetzt in einem unlösbaren Zustand. Wir müssen also wieder zwei von diesen Slots tauschen. Und welche hatten wir gerade? Ich glaube, die beiden. Es ist völlig unerheblich, welche man nimmt. Man kann also jetzt ein bisschen, wenn man möchte, nach Schönheit gehen. Das ist aber auch egal. So, wir können jetzt den Silbernen zum Beispiel bei Schwarz einbauen und den Schwarzen bei Silbern. Einfach zwei Slots möglichst nebeneinander tauschen. Und jetzt müsste es am Ende wieder aufgehen. Erst nochmal, das war falsch. Erst nochmal schauen, ob. Also das Kantenkreuz richtig machen. So. Und jetzt alles gelb machen. Und jetzt stellen wir fest, wir müssen jetzt noch den nach da. Einer stimmt, ne? Eine Farbe stimmt schon. Und die drei müssen jetzt wieder wie ein A-Perm getauscht werden, links herum. Also. Den raus, dort wieder rein, den hier raus und auf den freien Platz wieder rein. Ja, jetzt ist er also wieder in einem lösbaren Zustand. Ja, das war es eigentlich jetzt so. Also nochmal ganz kurze Zusammenfassung. Es geht im Prinzip wieder 3x3. Es gibt aber die eine Schwierigkeit, wenn ein Kantenstein falsch rum steht, dass man hier oben keine gerade Zahl hat fürs gelbe Kreuz. Sondern eine ungerade, dann muss man also einen von diesen Kantensteinen, auch wenn die einfarbig sind, muss man den eben trotzdem wenden, damit es hier oben wieder aufgeht. Und die zweite Sache, die auftreten kann, ist, dass man entweder zwei Slots tauschen muss, weil es am Ende die oberste Ebene sich nicht lösen lässt. Oder bei dem, dass man eben unter Umständen eben alle genau falsch rum aufgebaut hat, also jeweils hier sozusagen diesen Slot auf die falsche Seite jeweils gesetzt hat. Ja, habe ich ja jetzt gezeigt. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen helfen können. Und ich freue mich sehr, dass die Stadtbücherei jetzt eben auch Würfelkisten anbietet. Das ist ein bisschen der Anlass, warum ich das jetzt gezeigt habe. Und in diesen Würfelkisten ist dieser eben enthalten. Und da habe ich gemerkt, es gibt noch kein Lösungsvideo dafür. Das habe ich euch deswegen jetzt hiermit gerne nachgeliefert. Ja, das war's. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.